ankommt, mein Lungenwerk entdeckt. Stella, er war hier. Ich kann es spüren. Ich werde nicht betteln. Aber wenn du vielleicht... Oh, komm schon. Du weißt, was du tun kannst. Du darfst dich freuen. Das hier ist der einzige gemeinsame Standort von Raccoon Inc. und den Furugawa-Führung, wo man beim Einkaufen Urlaub macht. Sieh dir auf jeden Fall unsere aktuellen Broschüren und Karten an, um unsere wundervolle Heimat zu erkunden. Aha, Kohlsamen. Sollten wir mal kaufen. Baumwollsamen. Hätten wir auch gebrauchen können. Und Glas. Und Metallseil. Da müssen wir nochmal wiederkommen. Plunder, die wir verkaufen können. Okay, vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen was kaufen. Zwischen zwei Fälle spannen. Das klingt interessant. Gucken wir erstmal eins von. Und Baumwolle. Oh, eine Seele. Mhm. Meine Güte, du bist ja goldig, Bambina. Ich glaube, ich nenne dich Erdnüsschen. Genau wie ein süßes kleines Erdnusstörtchen. Was? Du suchst nach einem gewissen Giovanni? Mhm. Ah, das überrascht mich überhaupt nicht, Bambina. Ich meine ja nur, wer sucht nicht nach mir. Ich bin Giovanni. Leon Fumildaibu. Ich sag es ja nur ungern, aber du bist etwas jung für meinen Geschmack. Was? Mhm. Astrid, wirklich? Siehst du auf deinem reizenden Schiff? Sag nichts, ich komme. Oh. Zwei Liebende zusammengebracht. Das ist ja großartig. Das Haus ist abgeschlossen. Ich geh trotzdem hoch. Einfach so? Ohne Komplikationen? Wirklich? Er muss wirklich verzweifelt sein. Ich gehe damit zurück. Da haben wir neues. Und ein Passagier gefunden. Großartig. Okay, das kann ich gerade nicht machen. Er ist hier. Jetzt steh doch nicht so da. Begrüß ihn an Bord, Stella. Erdnüsschen. Ein Löwe. Wie es ausschaut. Giovanni. Astrid. Astrid. Du siehst so gut aus. Jederzeit. Und du siehst ebenfalls bezaubert aus, Prinzessin. Astrid, ich habe nach dir gesucht. Wohin ich auch ging, du warst nicht tot. Schatz, ohne dich ist mein Leben leer. Die Luft schmeckt staubig. Der Boden schwankt. Sterne sind vom Himmel verschwunden und niemand kratzt mir den Rücken. Ich muss mir sogar einen Rückenkratzer kaufen. Du weißt schon, so ein Ding aus Holz mit einem kleinen Pistelkant oben dran. Hör auf damit, Giovanni. Ich habe nicht vergessen, was du getan hast. Und ich werde es auch nicht vergessen. Aber
Aber, aber ich bin bereit, dir zu vergeben. Aber nur, wenn du mir versprichst, dich zu benehmen. Kannst du das tun, Giovanni? Kann ich dir vertrauen? Oder soll ich dich hier und jetzt vergessen? Ja. Oh ja, meine Prinzessin. Lass mich wieder an deiner Seite weilen. Und ich werde dir beweisen, wie vertrauenswürdig ich sein kann. Ich werde dich mit Geschenken überhäufen und andere Frauen keines Blickes mehr würdigen. Himmel, ich werde niemanden mehr eines Blicks würdigen. Das verspreche ich. Also gut. Also gut, mein Giulein. Aber du bist weiterhin auf Revier, mein Herr. Wenn ich dich bei irgendwas Verdächtigen erwische, bin ich dich um. Hast du mich verstanden? Und jetzt komm her. Ich habe dir so viel zu erzählen. Giovanni und ich haben einiges zu bereden. Du kannst mich eine Weile lang allein lassen. Sicher, du hast Besseres zu tun, als beim Wiedersehen von zwei uralten Toteltauben dabei zu sein. Wir reden später. Darf es etwas zu essen sein? Ein Kaffee? Es haut dir rein, ich bebe. Anregen, das ist genau das, was ich dir will. Hier, und gleich fühlt man sich besser. Katzenumarmung. Wir wohnen jetzt gemeinsam in einem Zimmer oder in einem Haus. Ist ja groß genug, die bescheidene Behausung. Teeblätter. Du bist Lauch. Wird schon wieder morgen. Ich pflanze mir die Baumwolle an. Tja, schon morgen. Kugeln pflanzen. Weiter geht's. Und der Rand der Welt. Notweiler. Die kümmert sich um den Pool. Ach hier, auf der Couch schläft er. Ist klar. Das Rezept gelernt bei Ela. Ein Tee kochen in der Kälte. Tasse Tee.
Fußball entdeckt. Mhm. Viele neue Orte, die wir kennenlernen. Ich habe hier eine Tasse Tee. Oder nicht. So exotisch. Ein Frissfisch. Erstmal hier. Ein fetter Kohlkopf. Hey Erdnüsschen. Mhm. Ich habe gesehen, dass du einen Ort auf der Karte gewählt hast. Ich liebe deine Unternehmungslust, Bambina. Welt erkunden, ferne Orte kennenlernen, Leute treffen, ist alles so berauschend. Und bevor wir uns zu einem unglaublichen Ort aufmachen, musst du mit deinen Gefallen tun. Lass uns einfach woanders hingehen. Gut, ich werde dir ein kleines Geheimnis erklären. Ich möchte jemanden richtig glücklich machen. Psst, nicht so laut. Es soll ein Geheimnis bleiben. Und ja, du hast recht. Es geht um meine ganz besondere Dame. Ich möchte dir zeigen, wie viel sie mir wirklich bedeutet. Ha, ich wusste doch, dass du mir helfen würdest. Gut. Wir müssen zur Profitgier GmbH und ein bisschen einkaufen. Wie ich gehört habe, hat der dortige Laden gerade eine frische Lieferung an edlen Pralinschachteln hereinbekommen. Schokolade gibt es über alles. Dessert bitte wird teurer. Perfekte Geschenke, findest du nicht auch? Wundervoll, Bambina, dann lass uns aufbrechen. Taktloses Einkaufen. Und erstmal sind wir doch hier. Erstmal auf zum Sense. Was ist denn da, wenn ich mich richtig entsinne? Vergesse niemanden, vor dem alle nicht, wenn die Person glänzende Glimms dabei hat. Was hast du? Herbstausklang. Oh, Hühnerfleisch. Das können wir gebrauchen. Einen. Selleriesamen. Bohnensamen. Sonnenblumensamen. Aha. Kann ich doch bestimmt hier ein bisschen. Noch mal weh zu viel. Müssen wir kaufen. Ich hoffe, mindestens 100 Gegenstände. Aber Sellerie. Das war alles anbauen. Nur ein Schaf. Hm?
immer bei Fremden einbrechen. Nichts hier. Dann Dingern können wir im Gang krallen. Du hast immer die Arme bewegen, wenn es draußen kalt ist. Genauso. Sieh nur. Ich rede und bewege mich. Multitasking bin ich richtig gut. Niemand kann mich bremsen. Mhm. Eine Seilrutsche. Brauchen wir auf zwei Seelen. Noch einer. Das ist noch eine neue Seele. Gut. Profit der GmbH. Marshall. Wo ist denn diese Profit GmbH? War nicht irgendwo hier? Ah ja, genau, hier war es. Warum ist das Schaf nicht eingestellt? Und wir haben ein zweites Schaf. Wie kommt denn das? Wo kommst denn du her? Und warum kannst du nicht in das gleiche Gehege mit dem Schaf? Spielen wir zusammen mit Summer. Nicht ganz synchron, aber egal. Ich helfe einfach mal ein bisschen. Das spielt irgendwie was anderes als ich. Zu Baumwollfasern ernten. Und Sonnenblumen anpflanzen. Hm.
verlangt. Ich habe einfach vergessen, was die Aufgabe von dem hier war. Und zum Steinplatz zu bekommen. Ich habe keine Ahnung von wem und wo. Irgendwo hier oben war das, glaube ich. Müssen wir hier vielleicht mal wieder langfahren. Arthur sein Hühnchen. Der wird sich freuen. Das dauert ein bisschen. Bisschen Baumwolle verarbeiten. Haben. Ich meine, das auch noch zum Faden machen. Ah, da kommt die Nacht. Baumwollstoff. Ein bisschen gucken, für manches brauchen wir auch Farben. Grilltes Hühnchen. Und weiter geht's. Das hatten wir schon. Morgen schon die Blümchen gießen. Das habe ich befürchtet.
bist Satz. Ah, du bist niemals Satz. Willst du das nicht, das Hähnchen haben? Was nicht mit Quest von dir? Was wird man das? Nicht nur noch verfeinern. Mhm. Sieh dich um, hier sollten sie welche haben. Nimm die schönste Brillenschachtel, die du finden kannst. Nicht das billigste Zeugs. Skandalös. Also können wir das nicht kaufen. Fehlt zum Bier. Fehlt. Können wir Dinge verkaufen? Wir werden verlieren. Haha, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist fantastisch, Bambina. Wusstest du das? Wundervoll, außergewöhnlich bewundernswert. Wir haben dich nie verdient. Nicht verdient. Nein. Niemand hat dich verdient. Okay, Leute, packen wir ein. Wir verdienen Stella nicht im geringsten. So wunderbares kleines Erdnüsschen. Gut. Kannst du sie mir jetzt bitte geben? Ihre Muschelschale. Wenn ich sie finde. Fische ist es nicht. Sag mal, die habe ich doch irgendwo. Ja, hier. Danke. Aha, jetzt. Ja, sie wird begeistert sein. Ich werde sie aufbewahren. Lass uns zum Schiff zurückkehren, Bambina. Auf geht's. Schalentopf. Bisschen cool kochen. Weißt du, was jetzt nicht wäre, etwas zu essen? Kriegst du? Aha. Atul hat ausnahmsweise keinen Hunger. Breaking News. Können wir einen zweiten Schafstall bauen? Jetzt haben wir irgendwie ein zweites Schaf hier müssen. Irgendwas scheint hier zu sein. Da können wir noch nicht hin. Stellen wir sie jetzt nächstes an. Das wird das nichts für mich.
Stell dich unter. Was gibt's hier schon wieder? Ach nö, nein. Gerade nicht. Und das geht nicht. Noch ein bisschen musizieren. Der wächst. Aber wächst sind mir sehr mühsam. Selbst mit Gitarren Musik zum Ansporn. Na komm. Die wachste Blume wächst zu schnell. Yes, just a dog, no.